Die Schultern werden in eine belastungsfreie Position gebracht, indem die Schulterblätter leicht nach hinten unten bewegt und dort gehalten werden. Das Kinn wird bei geschlossenem Mund leicht Richtung Brustbein geneigt, ohne die Halswirbelsäule zu beugen. Diese Position ist auch als Doppelkinn bekannt und wird als Chin-In bezeichnet. Drehen Sie nun den Kopf langsam nach rechts und nach links, jeweils am Endpunkt der Bewegungen für 8 bis 10 Sekunden verharren. Diese Übung darf keinen Schmerz auslösen, sie soll nur einen Dehnreiz erzeugen, sofern die Muskulatur verkürzt ist. Wiederholen Sie die Kopfwendungen 8 bis 10 Mal zu jeder Seite. Sollte endgradig ein Schmerz auftreten, dann führen Sie diese Übung nur so weit aus, bis Sie gerade soeben an den Schmerzpunkt herankommen.